Wir looten und looten und looten und verkaufen meistens alles direkt beim Händler. Ich möchte euch in diesem Video allerdings Items vorstellen, auf die ihr vielleicht nochmal einen zweiten Blick werfen solltet und euch zugleich einiges an Gold im Auktionshaus bringen kann. Ich wette, dass ihr einige von diesen gleich genannten Items schon tonnenweise einfach beim Händler verkauft habt, ohne wirklich zu wissen, für was diese überhaupt gut sind. Noch kurz vorweg, das Video ist inspiriert von einem englischsprachigen YouTuber namens Punkred. Da es sowas in deutscher Art zum Zeitpunkt meiner Recherche aber noch nicht gab, habe ich mich dazu entschlossen, ein eigenes kleines Video für die deutsche Community darüber zu machen. Ich verlinke seinen Channel aber natürlich unten in der Videobeschreibung. Großer Fangzahn, ein Item, welches zu 100% bei jedem von euch schon mal in der Tasche lag. Was kann man jetzt mit diesem machen? Neben ein paar herstellbaren Level 30er Items kommen wir zum springenden Gegenstand, der große Wuttrank. Dieser besagte Trank erhöht eure Wut um 30 bis 60 und ist somit ein gängiges Buff-Item für jeden Krieger, wenn es ums Raiden, 5er Dungeons und sogar ums PvP geht. Da wir uns momentan noch am Anfang von Phase 1 befinden und demnach noch nicht so viele Leute raiden, schickt das Ganze einfach euren Banktwink und verkauft es zu einem späteren Zeitpunkt. Große Fangzähne werden meist von Jaguaren, Drachenwelpen, Panthern und eigentlich jedem Monster mit buchstäblich Fangzähnen getroppt. Ich verlinke euch aber jedes Item natürlich in der Videobeschreibung. Tückische Klaue, wahrscheinlich der Geheimtipp schlechthin, um Gold zu machen. Diese braucht ihr nämlich in Massen für die Herstellung des Löwenherzhelms, welcher für Schadenskrieger bis Nax Ramas best in Slot ist. Zudem benötigt man diese für den Wolfskopfhelm, welcher jeder DPS Feraldruide gerne auf den Kopf trägt, um mit der Shapeshift-Spielmethode die größten Schadenszahlen rauszuholen. Die besagten tückischen Klauen werden von jeglichen Drachkins, Dämonen und anderen Wildtieren auf der ganzen Welt fallen gelassen. Kleiner Flammenbeutel ist vor allem in Phase 1 und Phase 2 von WoW Classic eine super Einnahmequelle, da man diese vor allem für die kleine Version des Feuerschutztrankes benötigt und in jedem geschmolzenen Kern, Onyxia oder Pechschwing Horde Raid nicht fehlen sollte. Zudem werden diese noch in Drachenodem Chili für eine kleine DPS-Steigerung mit AOE-Effekt und dem Flammendeflektor, ein Ingenieur-Item, welches ebenfalls Schutz vor Feuer gewährt, benötigt. Diese werden vor allem von Drachkins jeglicher Art fallen gelassen, also ab ins Sahara oder auf die Bank mit den kleinen Flammenbeuteln. Spinnenseide jeglicher Art wird von jedem Lederverarbeiter und Schneider benötigt. Vor allem die Eisenweberseide ist ein Teil von vielen herstellbaren epischen Gegenständen, welche teilweise für viele Klassen, vor allem in der ersten Phase, noch Best-in-Slot-Items sind. Solltet ihr also gegen Spinnenwesen in den Kampf ziehen, verkauft deren Seide nicht einfach beim Händler. Elementarfeuer, Luft, Wasser und Erde werden von jeglichen Elementarwesen ab ca. Level 25 fallen gelassen und für diverse herstellbare Items gebraucht. Ein Elementarfeuer zum Beispiel wird für jeweils einen großen Feuerschutztrank benötigt. Das bedeutet, dass diese vor allem in den ersten beiden Phasen des Spiels super lukrativ werden können. Zudem wird es für die Feuerwiderstandsverzauberung sowie den Feldreparaturbot benötigt. Elementar Erde könnte dann besonders in Phase 5 mit Akku explodieren, da diese der Hauptbestandteil von Naturschutztränken ist. Elementarwasser dann für Phase 6 zwecks Nax Ramas und deren Frostschutztränken. Das Rieseneis ist ein Item, welches viele Leute nicht mal aufheben. Allerdings kann dieses von gelernten Köchen zu einem Super Monster Omelette verkocht werden. Dieses bringt euch dann nach Verzehr 12 Ausdauer und 12 Willenskraft, was ein super Buff-Food für Dungeons oder Raids ist. Zudem benötigt ihr die Eier für eine Kochquest, die euch auf die Maximalstufe 300 skillen lässt. Jeder Koch benötigt diese demnach. Die Rieseneier werden von vor allem Eulenbestien und allgemein Vögelmobs jeglicher Art fallen gelassen. Die perfekte Deviat-Schuppe ist vor allem für Hordenspieler interessant, da diese in der Instanz die Höhle des Wehklagen fallen gelassen oder gekirschnert werden kann. 10 dieser besagten Schuppen benötigen Lederer für den Deviat-Schuppengürtel, welcher für viele ledertragende Level 19er PvP-Twinks ein Best-in-Slot-Item sein kann. Spätestens dann in Phase 3, wenn das erste Schlachtfeld kommt, sollte die Nachfrage definitiv ansteigen. Die verschmorte Verkabelung ist eines der Items, welche wahrscheinlich am teuersten pro Stück im Auktionshaus verkauft werden kann. Bei uns auf dem Server gehen die Dinger jetzt schon für über 3 Gold los. Ingenieure brauchen diese zum Beispiel für den Feldreparaturbot oder für das Goblin-Überbrückungskabel. Die verschmorten Verkabelungen droppen in Gnomeregan oder zum Beispiel von den Shreddern der Venture Company in Stranglethorn. Allerdings zu einer abartigen schlechten Rate, weswegen sich Direktfarmen nur in den seltensten Fällen lohnt. Die kleine pelzige Tatze, welche von diversen Katzenmobs im niedrigstufigen Bereich fallen gelassen werden, werden für eine Quest für den Dunkelmond-Jahrmarkt benötigt, bei dem ihr 5 besagte Tatzen gegen einen Gewinnlos tauschen könnt. Besagtes Los könnt ihr dann wiederum gegen andere Items eintauschen. Sobald der besagte Dunkelmond-Jahrmarkt beginnt, könnte das eure Chance sein, um den ein oder anderen Taler ohne großen Aufwand zu machen.
Bei dem kleinen Ei ist das Ganze ähnlich wie bei den pelzigen Tatzen. Dieses wird für das Altvater-Winter-Weihnachts-Event benötigt und kann dort zum Verkochen für Barfoot verwendet werden. Wenn euch diese also schon mal auf die Seite legt oder euren Bunktwink schickt, seid ihr für den Winter ganz gut ausgestattet. Die kleinen Eier können von allen Vogelwesen im niedrigstufigen Bereich fallen gelassen werden. Dämonische Runen, welche ihr vor allem von, und wer hätte es anders erwartet, Dämonen im Teufelswald bekommen könnt, sind für Mana-Klassen grandios für Raids und Dungeons, da sich diese nicht den Cooldown mit Mana-Tränken teilen. Das bedeutet, ihr könnt diese parallel benutzen und habt somit immer einen zweiten Mana-Trank auf Kosten von etwas Leben dabei. Diese Runen können nicht im AH verkauft werden, da sie direkt nach dem Aufheben gebunden sind. Zudem werden besagte Runen für spezielle Schneiderei- und Schmiede-Items benötigt. Ich habe euch natürlich alle Items sortiert in die Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche Mobs ganz speziell welche Items droppen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Gegenstände habt, die ihr euch aufbewahrt und nicht beim Händler verkauft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich mega über einen Daumen hoch und vielleicht da sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.